Ja, für uns ein großer Moment, wenn wir noch mal ganz kurz in die Zeitreise zurückgehen, als die Idee geboren worden ist vor einigen Jahren von Thomas Trachte und dann gut übernommen worden ist von den Städten und Gemeinden. Das ist schon eine lange Zeit inzwischen. Seit rund 2 Jahren wird intensiv geplant, gesprochen, kommuniziert und wir haben jetzt tatsächlich es auch geschafft, das neuartige Genehmigungsverfahren jetzt engmaschig zu entwickeln und das ist für uns ein guter Tag für die Region, ein wichtiger Tag für das gesamte Projekt. Bürgermeister Ralf Gutheil aus Bad Wildungen, Vorsitzender des Zweckverbandes. Es sind ja noch nicht alle im Boot, ne? Nein, leider nicht. Aber ich bin über der Überzeugung, wenn die ersten Trails fertiggestellt sind und gesehen wird, wie es gut angenommen wird und dass die ortsansässige Gastronomie und Hotellerie auch davon profitiert, dann werden auch die Letzten, die jetzt nicht dabei sind, sich vielleicht auch einen Ruck geben und doch noch mit einsteigen. Das ist meine Hoffnung und da setze ich auch drauf. Ja, dann haben wir noch der das Gelände zur Verfügung stellt quasi. Bürgermeister Klaus Friedrich von der Hansestadt Korbach. Die Blaupause hier am Eisenberg, wir haben im Vorgespräch gehört, es ist ein Mehrwert nicht nur für die Touristen, auch für die Einheimischen. Durch den Bahnanschluss Korbach-Marburg oder auch dann ins Sauerland. Man kann schon sagen, hier ist ein Fund, mit dem man dann im nächsten Jahr wuchern kann. Eine riesige Chance für uns alle in unserem schönen Landkreis, für alle beteiligten Kommunen. An dieser Stelle großes Lob an unseren Landkreis, der letztendlich die ganze Koordination definiert hat und uns natürlich auch zusammengebracht hat. Und für jede Gemeinde ist es eine Riesenchance, nämlich ihren eigenen Tourismus weiter zu stärken, Infrastruktur zu ergänzen und dementsprechend natürlich auch ein wichtiger Bestandteil einer großen, ganz großen Trails in Europa zu werden. Im Rahmen des Naturnutzen und Naturschützen bietet sich hier natürlich auch die Chance, gerade in den letzten Jahren oder durch Corona natürlich eine Vielzahl Naturnutzer auch im Bereich Radfahren, Mountainbiking gekommen, dass man hier eine Zentrierung hat, was auf der anderen Seite eine große Entlastung bringt. Manche Waldgebiete dann eben stiller werden und auch nicht jeder Feldweg mehr mit Fahrradfahrern belagert wird. Ja, das ist auch ein Bestandteil des Konzeptes, dass wir mit diesem Angebot auch eine Lenkungsfunktion auch übernehmen wollen. Wir erleben ja jetzt schon, dass ungeplant, auch ungenehmigt der eine oder andere im Wald unterwegs ist. Das wollen wir nicht. Die Natur braucht auch mal Ruhe. Mit diesem Angebot holen wir zwar auch mehr Menschen in den Wald und bieten ihnen das naturnahe Erlebnis. Damit schonen wir aber viele andere Bereiche und davon profitiert auch der Naturschutz insgesamt. Das Konzept der Green Trail sieht ja vor für den ambitionierten Biker, dass er 2-3 Trails am Tag machen kann, verbunden mit entsprechenden Radwegen. Aber eben auch der Senior, der mit seinem Enkel eine Runde um den Eisenberg drehen will, das beinhaltet das genauso. Ist also für jeden was dabei. Die Trails werden unterschiedliche Themen haben. Da ist einmal vom Sportiven über Gleichgewicht, über Wahrnehmung. Das wird halt noch im Detail herausgearbeitet werden und somit dürfte dann jede Altersgruppe den passenden Trail für sich finden. Und vor allen Dingen das Interessante über die ganze Verbindung der einzelnen Trails ist halt der Reiz da, auch nicht nur den einen immer wieder anzufahren, sondern sich wirklich in Konsequenz dann alle mal anzuschauen.